Mahlzeit. Du fährst jetzt bald in Urlaub, egal ob Camping, Hotelurlaub oder die Ferienwohnung auf Mallorca, keine Ahnung was. Du brauchst sicheres Internet. Nimm dir doch einfach sicheres Internet mit dem, ja, Barrel-Reiserouter im Endeffekt. Ganz wichtig, keine Werbung. Ich brauchte selber irgendwie einen Reiserouter, habe mich mal ein bisschen informiert und das sind einfach die Teile, die einfach für den Otto-Normalbürger am besten funktionieren. Wieso, weshalb, warum erfährst du in diesem Video und warum du sowas benutzen solltest, genauso. Ich würde sagen, wir packen das Ding einfach mal schnell aus und ihr seid dabei. Da ist das gute Stück. Ich kann euch sagen, es wiegt mehr als erwartet, liegt aber wahrscheinlich viel mehr am Netzteil, aber lasst uns das einfach mal gemeinsam herausfinden. Verpackung wirkt echt ja, hochwertig, muss ich sagen. Auch jetzt, dass der Karton hier, der Umkarton ist ja, recht schwer, recht dick, also wirklich fühlt sich hochwertig an. Gibt hier erstmal Let's get started, also wahrscheinlich irgendeine Short-Anleitung. Ja, Setting up mit IP-Adresse, Standardpasswort, kann ich schon mal verraten. Standardpasswort steht hier in ganz klein drauf. Nennt sich Good Life, wenn man sich halt eben direkt per WLAN verbindet. Ansonsten ganz wichtig, IP-Adresse 122.168 8.1 ist die Standard-IP-Adresse des Gerätes. Ansonsten Standard-Support-Karte hier drin und das war's im Endeffekt. Gerätschaft ist ganz klar, gucken wir uns sofort an, aber ich wollte mal eben einen Blick hier reinwerfen, hatte ich selbst noch gar nicht getan. Was haben wir denn dabei? Ein Flachband RJ45, können wir es direkt erkennen. Cable Flat Cut 6. Also wir wissen jetzt nicht, ob Cut 6a oder Cut 6e, wie auch immer. Sehen wir jetzt erstmal nicht, wissen wir erstmal nicht. Jupp, hier ist das schwere Ding. Das ist also ein universeller Adapter auf USB-C. Und dann sind natürlich wahrscheinlich für ja, den deutschen Markt und für den UK-Markt oder für den amerikanischen Markt die Adapterstücke dabei für das entsprechende Netzteil. Komm, wir gucken einmal drauf, weil es mich auch interessiert. 0,6 Ampere, ne, für die, die jetzt rechnen können, P gleich U mal I. Habt ihr auch eine Wattanzahl? Ja, aber Netzteil ist recht schwer, muss ich sagen. Ist wirklich recht schwer. Egal, auf jeden Fall, das ist das, was dabei ist. Passt uns erstmal. Rest tun wir beiseite. Für den Router, ja, eingepackt, sieht ja eigentlich ganz gut aus. Drei Ports, einmal WAN, zweimal LAN. Und da ist jetzt auch schon der Clou dabei, warum ich halt eben mich entschieden habe für das größere Gerät. Ganz klar, weil das Ding hier Gigabit kann und auch schon auf USB-C arbeitet, USB 3.0 mit an Bord hat. Das waren für mich schon mal so die ausschlaggebenden Sachen. Ansonsten komplett Lightweight, da ist sonst nichts da, außer hier vorne haben wir eine Leiste, davon blende ich euch auch einfach mal ein Foto ein. Das leuchtet entweder weiß oder blau, je nachdem in welchem Zustand man ist. Ansonsten sind die WLAN-Antennen ausklappbar und dann kommen wir auch schon zu einem ganz wichtigen Merkmal und das ist dieser Schieberegler hier. Der Schieberegler oder den Schieberegler kann man so weit einstellen, dass man eine VPN-Verbindung herstellt oder auch eben nicht herstellt oder, und jetzt kommt es ganz interessant, durchs Tor-Netzwerk herstellt. Als Beispiel, durchs Tor-Project herstellt. Ansonsten Reset-Button, weil es ist ja ein Reiserouter, damit man ihn auch schnell mal resetten kann. Mini-SD-Karten-Slot, um einfach wirklich auch lokalen Speicher im Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Das Ganze soll natürlich eigentlich alles über WLAN kommen. Teils gibt es halt eben nur zwei lokale LAN-Ports, aber dafür sind sie Gigabit, wenn man dann doch mal ein paar Daten hin und her schieben muss. Und deswegen habe ich auch gesagt, definitiv das große Gerät holen, denn es gibt auch kleinere. Das schauen wir uns jetzt einfach gemeinsam mal an, dass es auch Alternativen gibt und dann gehen wir natürlich live ins System und wir gucken uns das Ganze einfach mal an, wofür das Ganze da ist und warum ihr in eurem nächsten Urlaub das Ganze auch verwenden solltet. Und genau da sind wir auch schon auf der Webseite jetzt von GLINET oder wie auch immer man es ausspricht. Wir sehen ja sogar den Barrel Router, der ist relativ neu von denen. Es gibt aber allerdings auch Alternativen. Es gibt hier die kleineren, zum Beispiel diesen Mango. Von der Oberfläche her eigentlich sehr gleich, kann auch OpenVPN, wie hier der Barrel hier im Endeffekt. Allerdings sind die natürlich CPU-technisch ein bisschen lightweighter, das heißt, die sind nicht ganz so kräftig. Genau dasselbe mit dem WLAN. Das WLAN unterstützt hier nur 2,4 GHz und ich glaube, wie es hier steht, 300 Mbit, was der andere natürlich, ich weiß gar nicht, mit 700 irgendwas kann. Gucken wir uns mal an. Ich klicke mal auf den hier drauf. Hier haben wir 768 über 5G und 400 Mbit über 2,4G. Und natürlich mit den externen Antennen, das merkt man denn dann
Schon, wenn man mit zwei, drei Geräten mehr dort arbeitet. Ansonsten, ja, VPN und Tor. Schreiben Sie hier als Excellent Security mit VPN und Tor. Und ja, das kann ich bestätigen. Gucken wir uns aber natürlich gemeinsam jetzt einfach mal an, was das Gerät sonst so im Endeffekt kann. Zu der Frage, wieso, weshalb, warum überhaupt ein Reiserouter? Ganz klar das Thema Security. Deswegen wird es auch hier immer wieder, hier ist VPN. Tor-Service ist pre-installed. Es geht im Endeffekt darum, um euch zu schützen. Um euch zu schützen heißt einfach, wenn ihr in eurem Hotel, als Beispiel Hotel, Pauschalurlaub, in einem öffentlichen WLAN drin seid, kann auch der Flughafen sein, kann, was weiß ich, was der Bus-Shuttle-Transfer sein, wie auch immer. Wenn ihr in diesem öffentlichen WLAN eingeloggt seid, dann seid ihr quasi transparent gegenüber denjenigen, die dort auch eingeloggt sind. Das heißt, es ist ein einfaches, euch anzugreifen bzw. euch zu attackieren oder eben auch auszuspähen. Und deswegen sollte man sich bestmöglich schützen. Und das tut halt eben immer eine VPN-Verbindung, indem der eigene Traffic immer irgendwie komplett verschlüsselt wird. Beim Laptop relativ einfach. Ihr verbindet euch einfach und verbindet euch mit eurem Laptop mit einem VPN-Dienst und seid dann erstmal soweit geschützt. Aber was ist mit euren anderen Peripherien, mit euren Handys? Die haben vielleicht nicht alle immer eine VPN-Verbindung. Ihr müsst euch immer umständlich verbinden. Das Ganze übernimmt dann einfach der Router. Ihr verbindet euch lediglich mit eurem, ja, Travel, mit eurem Reiserouter und seid dann halt eben immer ausnahmslos geschützt und könnt halt eben immer auf Nummer sicher gehen, worum es, ja, nicht worum es geht, sondern damit ihr einfach, ja, mit euren Daten immer da bleibt, wo ihr hingehört, sage ich jetzt mal, oder eure Daten da bleiben, wo sie hingehören. Nochmal zurück. Wie gesagt, die Auswahl ist groß, meine klare Empfehlung, wenn ihr dann doch nochmal was mehr wollt, ne, ein von den coolen Geräten hier, Beryl, Brummel oder Slate. Slate ist, glaube ich, die etwas ältere Version von dem Beryl, funktioniert aber fast genauso gut. Ihr seht, es ist ja lediglich der große Unterschied, ist im Endeffekt die Power der, ja, des VPNs, was im Endeffekt durchgeht, auch hier ganz groß mit WireGuard. Und da sind wir auch beim großen Thema, das Ding unterstützt auch WireGuard. Ich würde aber sagen, ich schließe das Ding jetzt an und dann gucken wir uns das gemeinsam an. So, da ist das Teil. Eine IP-Adresse, wie wir hier auf dem Fast Setup Blättchen gelesen haben, 192.168.8.1 ist der, ja, das Default-Netzwerk auf dem LAN-Port, worüber ich jetzt verbunden bin. Also wie gesagt, mein PC ist jetzt gerade direkt an dem Gerät, hat kein Internet, kein gar nichts, auf dem LAN-Port 1 angebunden. Das ist ganz wichtig, weil wir richten das Ganze jetzt natürlich auch so ein, dass ich über dieses Gerät jetzt gleich auch Internet bekomme. Ich wähle natürlich auf einem deutschen Kanal die Sprache Deutsch aus, funktioniert hier eigentlich auch ziemlich gut. Und jetzt fragt er mich schon, bitte setz doch mal ein Administratoren-Passwort. Das tue ich sehr, sehr gerne. Ich setze jetzt hier irgendwas Kurzes und sage einfach mal einreichen. Also wahrscheinlich meinten die hier eher wahrscheinlich ja, einstellen oder Setup durchführen, wie auch immer. Und jetzt kommen wir schon zu dem, was ich an den Geräten echt toll finde. Die Oberfläche ist wirklich lightweight und verständlich, ja, auch für den, der nicht so viel Ahnung hat. Man muss auch keine Ahnung haben im Endeffekt, aber trotzdem ist das das Wichtige. Auf der linken Seite hier oben, das ist wirklich das tollste und schönste Bild, was schon wirklich sein Geld wert ist, ist halt im Endeffekt das, woher bekomme ich denn Internet? Das ist, im Hotel kann ich das Ganze natürlich über Kabel anbinden, das heißt, ihr habt auf eurem Zimmer vielleicht ein Kabel. Ist eher seltener geworden, gab es immer mal wieder, kommt auf das Land an, wo ihr seid. Häufig gibt es da noch, dann natürlich ganz klar, benutzt das Kabel, ihr seid da definitiv schneller und fixer mit unterwegs. In den meisten Fällen wählt man hier den Punkt Repeater aus, also ihr verbindet euch mit dem Hotel-WLAN. Jetzt kommt der erste Clou, hört gut zu. Meistens ist es ja so, dass man sich in einem Hotel-WLAN auf eine Landingpage kommt, ein sogenanntes Captive Portal. Da muss man sich einwählen mit vielleicht Nachname, Zimmernummer, Abreisedatum oder Anreisedatum, ich weiß es nicht. Und dieses Captive Portal muss man im Endeffekt einmal ja sich authentifiziert haben. Und das kann dieser Router im Endeffekt für euch nicht erledigen. Das müsst ihr immer noch selber tun. Aber der kann diese Page halt eben durch euch ausfüllen, sodass dieser Router dann von euch durch eure Ausfüllmöglichkeit Internet hat. Hört ihr sich jetzt kompliziert an, zeige ich euch aber gleich, wie man das einstellt, beziehungsweise was man noch einstellen muss, damit ihr auch diese Landingpage einfach mal angezeigt bekommt und das einstellt.
einmalig durchführt. Teasering, ganz klar, ihr könnt das auch, wenn ihr vielleicht in Deutschland unterwegs seid, ihr seid im Camper unterwegs mit eurem Campingwagen, wie auch immer, oder Zelten, keine Ahnung was, ihr könnt den Router auch mit eurem Handy, mit eurem iPhone verbinden, einfach per USB-Schnittstelle, als Beispiel iPhone, USB-Schnittstelle rein, Teasering erlauben und schon hat das Ding auf der USB-Schnittstelle ganz normal Internet. Aber auch ein 3G, 4G Modem gibt ja die coolen USB-Sticks oder gibt auch USB-Geräte im Endeffekt, wo dann zum Beispiel so eine Freenet-Funkkarte drin hängt, kann ich euch auch nur empfehlen. Kann man dann das Gerät anbinden und ja, das Ganze mal das Internet genießen, sagen wir mal so. Bei mir, ihr seht schon, auf der rechten Seite, das ist im Endeffekt das, was lokal ist, das, was hinter dem Router ist. Ist bei mir hier ein LAN-Gerät angebunden, ihr seht, PC, Dennis, der hat die IP-Adresse 8.126 bekommen. Das heißt, ich bin ganz normal per LAN angebunden. Jetzt brauchen wir Internet. In meinem Falle wollte ich das Ganze jetzt einfach mal repeaten. Heißt also, ich beziehe mir jetzt mein Internet vom WLAN, was bei mir hier zu Hause ist. Das heißt, der Router, der Reiserouter, verbindet sich jetzt mit meinem WLAN. Das muss ich jetzt gleich hier einstellen, mein WLAN-Passwort eingeben. In meinem Fall ist es hier Tuma WLAN anmachen auf der 5G-Schnittstelle und dann verteilt er über diesen WAN-WLAN, also über meine Internetseite, ganz normal mein Internet auch wieder an meinen PC hier. Also was halt eben ein Router tut. So, genau das müsst ihr im Endeffekt bei euch im Hotel-WLAN auch tun. Ihr scannt nach der SSID, wählt dann das Hotel, die Hotel-SSID im Endeffekt aus und wählt das Passwort oder vielleicht auch eben kein Passwort, wenn es kein Passwort auf dem entsprechenden WLAN gibt. Kann ja sein, dass es ein öffentliches WLAN ist. Ich gebe jetzt mal hier mein WLAN-Passwort ein und sage einfach mal beitreten, in der Hoffnung, dass ich mich jetzt nicht vertippt habe. Dadurch bekomme ich ganz normal von meinem lokalen Router hier, von meiner Fritzbox, jetzt eine IP-Adresse zugewiesen. Und ja, was soll ich sagen, dann habe ich Internet jetzt schon auf diesem Router. Das dauert eine Sekunde, dann bekomme ich das Ganze jetzt auch hier vernünftig angezeigt. Und dann sollte auch dieser Repeater-Punkt hier grün werden und ja, mir als Anzeige geben, dass ich Internet habe. Hat auch soweit funktioniert. Ihr seht jetzt hier, ich bin mit Tuma WLAN anmachen verbunden. Das heißt, ich habe Internet, ich habe lokal WAN und sonst was und ich kann mich jetzt ja ganz normal im Internet frei bewegen erstmal. Aber noch auf eine unsicheren Art und Weise, denn ich leite jetzt gerade einfach nur das WLAN durch zu meinem, ja, zu meinem Gerät. Ich rufe jetzt hier einfach mal, keine Ahnung, schröder-dennis.de auf und ihr seht, ich habe jetzt ganz normal an meinem PC Internet. Das können wir uns auch angucken, indem wir hier auf die LAN-Geräte gehen und einfach mal hier oben sagen, klick, bitte hole mir mal die Echtzeitgeschwindigkeitsdaten oder Verkehrsstatistiken, Traffic-Daten einfach mal auf. Noch steht hier 0, ich aktualisiere einfach mal. Dann sollte er jetzt auch mitschneiden, wie viel Datentraffic ich dort verursache. Wir aktualisieren die Seite hier mal, dann sollte im Endeffekt auch was hier ankommen. Na, noch nicht, also er liest erstmal noch die Daten mit. Gucken wir uns gleich nochmal an. Nochmals zurück. Wir hatten jetzt die LAN-Geräte, wir haben die, ja, das WLAN auf der Internetseite und wir können natürlich ganz normal über das Gerät jetzt auch ein eigenes WLAN herausgeben. Das passiert auch schon automatisch. Das sehen wir hier unter kabellos und da gibt es jetzt das ganz normale 2,4G Wi-Fi und das ist jetzt das WLAN, womit ich mich mit meinem Handy verbinden müsste, um über den Router ganz normal ins Internet zu gehen oder dann nachher natürlich auch meine VPN-Verbindung zu nutzen. Kann ich alles einstellen, will ich jetzt gar nicht durchgehen mit Passwort und Security, 2,4G, wichtig bei dem Gerät natürlich auch 5G, wenn wir doch mal höhere Bandbreiten brauchen, aber auch, es gibt auch ein Gäste-WLAN, selbst dafür könnt ihr sogar für Gäste, selbst darüber könnt ihr für Gäste ein, habe ich hier auch schon mal rausgesucht gehabt, Captive Portal anbieten, also ihr könnt aus dem Hotel-WLAN ein Hotel-WLAN machen, eigentlich ziemlich cool, oder? Gefällt mir echt gut, funktioniert auch gut. Reichweiten hatte ich mal so grob getestet. Ich bin jetzt kein Experte, aber ich muss sagen, gerade natürlich die 2,4G-Schnittstelle ging dann schon wieder relativ weit, wobei das 5G natürlich irgendwann ein bisschen aufhört. Ne? Wir kennen es, höhere Bandbreite, weniger Reichweite. So, gucken wir nochmal hier rein. Jetzt haben wir hier mittlerweile auch bei meinem PC ein paar Statistiken drin stehen. Ich kann sogar Quality of Service Leistungen setzen. Das heißt, ich kann meinen PC hier begrenzen, wie viel Mbit im Endeffekt oder in dem Falle hier Kilobit pro Sekunde der ja, nur senden darf. Das ist natürlich vielleicht interessant, wenn man ein bisschen größer denkt, wenn man mehrere Geräte dranhängen hat. Wenn die VPN-Verbindung nur, ja, was soll ich sagen,
eingeschränkt zur Verfügung steht, dann kann man das Ganze halt eben mit Quality of Service setzen. Ansonsten, klar, ich könnte auch meinen Klienten hier blocken, aber das wollen wir jetzt erstmal nicht. Gut, unter Aktualisierung sehen wir jetzt auch nicht viel. Ich bin hier auf der aktuellsten Version für das Gerät jetzt, die 3.201. Ansonsten kann man das Ganze auch irgendwie lokal aktualisieren. Auch erstmal uninteressant. Ja, Firewall ist jetzt für Hotel-WLAN auch erstmal zweitrangig. Firewall ist natürlich eingehend immer aktiv, keine Frage. Das heißt also, von außen gehend wird sowieso über ein Hotel-WLAN relativ wenig zu euch durchkommen. Das ist vielmehr interessant, wenn man das Gerät wirklich direkt am Internet betreibt, also zum Beispiel übers Teasering oder über einen 3G, 4G-Stick, dann ist das hier viel interessanter, dass man ja die Firewall dort betreibt. Ansonsten ja Portweiterleitung, wenn man wirklich dann mal einen Dienst hinter diesem Router betreiben will, aber auch da wieder nur, wenn man wirklich direktes Internet anliegen hat und nicht irgendwie über das Hotel-WLAN, dann macht es keinen Sinn. Jetzt kommen wir mal zum allerwichtigsten Punkt und das ist halt eben die Funktionalität vom VPN und das kann das Ding wirklich, wirklich gut. Dazu kommt ein Folgevideo jetzt, das kommt wirklich jetzt einen Tag später oder zwei Tage später nach diesem Video hier, da gehe ich mit euch mal wirklich ein, wie richtig das Ganze mit OpenVPN, mit WireGuard und mit dem Tor-Netzwerk einfach mal ein. Aber hier für Overview, definitiv, ihr könnt hier einfach OpenVPN-Konfigurationen, die ihr von eurem Anbieter, sei es ihr seid selber der Anbieter, sei es ihr habt irgendwie NordVPN, ExpressVPN oder habt selber ein Raspberry Pi bei euch zu Hause, die könnt ihr hier einfach reinposten, ne, als Beispiel hier die OpenVPN-Datei reinposten, die Konfiguration wird übernommen und dann bildet euer Router ein OpenVPN-Client, was richtig ist, da, also wenn ihr im Hotel seid, OpenVPN-Client ist eure Wahl, das heißt, euer Router verbindet sich irgendwohin zu eurem Anbieter des Vertrauens oder zu meinetwegen auch zu euch nach Hause und ihr baut dann darüber eine sichere Verbindung auf. Ab diesem Punkt seid ihr einfach abgesichert. Eure Daten, alles was ihr eure Handys, alles was eure Notebooks oder sonst was ab diesem Zeitpunkt, die hinter diesem Router sind, wird dann halt eben verschlüsselt und kein anderer kann irgendwo irgendetwas mitlesen, geschweige denn eure Geräte irgendwie angreifen, denn die sind ja schließlich hinter eurem Router geschützt. Dasselbe gilt natürlich für WireGuard. Ganz wichtig bei den Geräten jetzt hier, bei den GLI-Net-Geräten, ist WireGuard, nennen wir es mal, ja präferierter, einfach deswegen, weil WireGuard lightweighter ist und bei weitem nicht so viel CPU-Power braucht wie OpenVPN. Vorteil dabei ist ganz klar, ihr habt mehr Datendurchsatz. Ihr könnt über eine WireGuard-Verbindung deutlich mehr Datendurchsatz erreichen als über OpenVPN. Liegt einfach daran, dass WireGuard auf Kernel-Basis arbeitet und OpenVPN auf CPU-Basis. Heißt also, bei OpenVPN muss alles eure CPU machen und muss halt eben noch richtig als Prozess bearbeitet werden. Bei WireGuard liegt das Ganze schon im Kernel und kann halt dadurch wesentlich schneller abgearbeitet werden. Internet Kill Switch ist im Endeffekt der Punkt, den man aktiviert, dass man sagt, ein Gerät hat nur Internet über eine VPN-Verbindung. Das heißt, wenn ich den Punkt hier aktiviere, dann ja, muss das Internet über den VPN-Weg gehen und kann nicht irgendwie über den Router gehen, über das Hotel-WLAN oder sonst was. Dafür ist dieser Internet Kill Switch da. VPN-Richtlinien fand ich jetzt ein bisschen unwichtiger. Hier kann man noch explizit angeben, welcher Klient, welches WLAN-Gerät geht über das und das VPN, welches WLAN-Gerät geht über das und das VPN. Also man kann sagen, mein Handy geht irgendwie übers VPN 1 und mein Laptop geht übers WireGuard-Verbindung Nummer 2. Damit kann ich halt eben dann einfach sagen, welches Gerät geht in welche Richtung. Oder ich kann sogar vielleicht sagen, mein Gerät, mein Laptop ABC geht halt eben übers Tor-Netzwerk. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, was ich extremst gut finde ist, wenn ihr zum Beispiel selber keinen VPN-Dienst habt, ihr möchtet vielleicht keinen VPN-Dienst bezahlen, ihr nutzt sowieso prinzipiell gerne Tor, das Tor-Netzwerk. Ich sage jetzt extra mal nicht Darknet, aber das Tor-Netzwerk nutzt und ich habe hier sogar hier die Auswahl, total cool, welches Land ihr als Exit-Knoten benutzen wollt. Zum Beispiel, ihr seid jetzt irgendwo, keine Ahnung wo, im Ausland, im Hotel und ihr wollt jetzt deutsches Netflix gucken auf eurem Laptop. Ihr wählt hier beim Tor-Netzwerk einfach Germany aus. Ich scroll mal runter. Ihr wählt hier einfach aus Germany, aktiviert das Ganze. Euer Router verbindet sich durch das Tor-Netzwerk und verbindet sich auf einen Exit-Knoten in Deutschland.
für jetzt deutsches Netflix kann es natürlich auch, glaube ich, Luxemburg sein oder Belgien. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall für Deutschland hat man dann halt eben Deutschland. Und dann verbindet ihr euch oder verbindet sich der Router auf einen deutschen Knoten und ihr könnt ganz normal auf netflix.de ohne irgendwelche Ländersperren oder sonst was, könnt ihr da Netflix gucken, das Ganze durch das Tor-Netzwerk. Gucken wir uns auch im nächsten Video an. Funktioniert einfach nur gut. Gehen wir weiter. Es gibt ein paar Plugins, ja. Jetzt hier der etwas größere Travel-Router. Gibt auch die Möglichkeit, dass man ein paar Pakete nachinstalliert. Das Ganze wird natürlich jetzt hier schon kompliziert und es gibt eine Menge, was man nachinstallieren könnte. Alles sehr lightweight, aber auch alles schon mit viel mehr Erfahrung, die man braucht im Endeffekt, um die einzelnen Dienste, die man jetzt hier nachinstallieren kann, einzurichten. Die Grundprinzipien sind ja erstmal gegeben. Ja, Datenaustausch ist genau das, was ich gesagt habe. Für den Datenaustausch müsstet ihr auch erstmal ein Paket nachinstallieren. Das passiert ja mit einem One-Click, da müsst ihr nichts mehr tun. Und dann könnt ihr euch eine Netzwerkfreigabe über den Slot mit der SD-Karte nachinstallieren und dann habt ihr zum Beispiel eine Netzwerkfreigabe als Beispiel. Fernzugriff. Ist klar, Cloud Management, ihr könnt euch über diese Good Cloud, über einen Dienst von GLINET, könnt ihr ja auf das Gerät hier zugreifen, finde ich jetzt wieder nicht so gut. Deswegen möchte ich es auch gar nicht weiter erwähnen, es gibt aber die Möglichkeit. Dynamisches DNS, cool, definitiv, also wenn ihr euch irgendwie über einen Dienst von außen auf euren Router verbinden wollt, das heißt über irgendeinen DNS-Namen, bietet das Gerät, der Barrel in dem Falle, auch die Möglichkeit, dynamisches DNS einzurichten. Ich denke mal, da wird es mit Sicherheit schon irgendwelche vorgefertigten Sachen geben, wie man das Ganze hier einrichtet, habe ich mir noch nicht angeschaut, kommt auch, wenn er im Technikteil. Hier ist das Captive Portal, also das heißt, wenn ihr selber ein Gast-WLAN einrichten wollt, gibt es hier ein Captive Portal, das heißt, Gäste müssen sich erst authentifizieren, haben halt eben auch nur eine Lebensdauer, bevor sie rausgeschmissen werden, dafür ist das Captive Portal da. IGMP-Snooping lasse ich jetzt auch erstmal raus, das ist im Endeffekt einfach nur ein Spam-Schutz auf Broadcast-Ebene in eurem oder Multicast-Ebene, Multicast oder Broadcast, ist auch egal, auf eurem lokalen Netzwerk. Unter Mehreinstellungen findet ihr das Admin-Passwort, erstmal uninteressant, aber hier LAN-IP-Adresse, da könnt ihr einstellen, was ist das LAN, was ihr hinter eurem Router habt. Ich habe es eingangs erwähnt, das Netzwerk hier hört momentan auf 192.168.1. Das könnt ihr hier einstellen, das heißt, ihr habt wieder ein eigenes Netzwerk, wie auch immer ihr es definieren möchtet für die Experten unter euch. Da ist der Punkt wieder, um das VPN homogen hinzukriegen, um das alles in euer VPN-Netzwerk, gerade sauber reinzuwursteln. Gastnetzwerk auch, findet ihr auch hier ebenfalls, ist in dem Falle standardgemäß 9.1. Gut, Zeitzone kann man einstellen, in meinem Falle wäre es jetzt hier Europe Berlin, brauche ich jetzt erstmal nicht machen. MAC-Adressen klonen. Und da sind wir schon bei einem sehr, sehr interessanten Part. MAC-Adresse klonen ist im Endeffekt, wenn ihr gar nicht die Möglichkeit habt, euch mit dem Router irgendwie am Hotel-WLAN zu authentifizieren, dann kann der Router die Identität eures Handys übernehmen. Beispiel: Ihr seid im Hotel. Habt euch mit eurem Handy eingeloggt, ihr dürft nur ein Gerät, habt also jetzt irgendwie über das Hotel-WLAN mit eurem Handy Internet. Dann geht ihr hin, verbindet euer Handy einmal mit dem Hotel-WLAN, authentifiziert euch und damit ist euer Gerät, das eine Gerät, was ihr benutzen dürft, erstmal aufgebraucht und ansonsten wird das Hotel wieder sagen, ah, ihr müsst noch extra zusätzlich Hotel-WLAN bezahlen und. Nein, müsst ihr nicht, wollen wir auch gar nicht. Ihr meldet euch einfach mal mit eurem Handy einfach mal ein, habt Internet, seid glücklich. Packt dann euren Hotel-WLAN-Router aus, verbindet diesen ganz normal erstmal mit eurem Handy und sagt dann hier an diesem Punkt, ihr Router-WAN, gebt ihr hier, dann steht hier auch euer iPhone als Beispiel, klickt ihr auf euer iPhone, dann nimmt sich euer Router die MAC-Adresse von eurem Handy und sagt dann zukünftig dem Hotel-WLAN, hallo, ich bin das und das Gerät, was sich bereits authentifiziert hat. Und die Gegenseite, das Hotel-WLAN als Beispiel, sagt dann, alles klar, stimmt, du hast dich ja hier bereits authentifiziert, alles cool. Und ihr kommt ganz normal über euren Hotel-Router-WLAN, danach natürlich mit mehreren Geräten ins Internet. Jetzt ist quasi euer Router, euer Android oder iPhone im Endeffekt und authentifiziert sich gegenüber dem Hotel-WLAN als das eingeloggte Gerät. Eigentlich total cool. Hört sich jetzt komplizierter an, als es ist, müsst ihr einfach mal ausprobieren, wenn ihr vor Ort irgendwo seid. Funktioniert aber einfach super.
Gut, IPv6 kann man jetzt aktivieren, überspringen wir mal. Hier viel wichtiger noch zwei, drei Punkte, die erwähnenswert sind. Der DNS Rebind Attack Protection Button ist natürlich an. Kann sein, dass ihr den Punkt mal disablen müsst, wenn ihr euch per WLAN mit dem Hotel WLAN verbindet. Und da es dann eine Landingpage gibt, wo ihr Zimmernummer, Nachname oder sonst was eingeben müsst, kann es sein, dass dieser Punkt euch genau das verhindert. Ich glaube, das steht auch hier im Fragezeichen. Deaktivieren, wenn eine Anmeldeseite nicht geladen werden kann. Das solltet ihr natürlich nur dann tun, wenn diese Anmeldeseite nicht geladen werden kann. Ich erkläre es jetzt mal technisch nicht, aber das ist einfach ein Lösungsansatz, wenn ihr euch mal nicht anmelden könnt im Hotel WLAN über die WLAN-Schnittstelle des Routers, deaktiviert diesen Punkt, dann sollte es eigentlich gehen. Ansonsten echt cool, hier auch nochmal weiterer Schutz, dafür ist es ja im Endeffekt da, DNS over TLS, Cloudflare or NextDNS. Das ist einfach im Endeffekt der Punkt, dass ihr eure DNS-Anfragen, die eure Geräte hier herausstellen ins Internet, an Cloudflare senden und dann über eine abgesicherte TLS-Verbindung. Das heißt, da kann auch keiner mehr zwischenfuchsen und euch irgendwelche illegalen IP-Adressen irgendwie unterschieben. Das Ganze wird hier über DNS over TLS beim Cloudflare-Dienst abgefangen, beziehungsweise, ja, was soll ich sagen, ihr werdet dabei weiter abgesichert. Ansonsten, ja, man könnte auch, wenn man nicht jetzt hier Cloudflare nutzt, in dem Falle manuelle DNS-Server setzen. Das heißt, ihr habt vielleicht selber sogar einen Raspberry Pi bei oder was auch immer. Oder ihr setzt hier selber irgendwelche DNS-Dienste. Vielleicht habt ihr auch selber auch irgendwelche DNS-Dienste laufen. Dann könnt ihr diese ganz normal hier nutzen. Also, echt cool. Standard-Empfehlung meinerseits. Aktiviert hier den Punkt mittels DNS over TLS bei Cloudflare und ihr seid schon wieder eine Nummer sicherer unterwegs. Tasteneinstellung, das ist die Taste, die ich euch vorhin gezeigt habe, beziehungsweise der Schieberegler. Da könnt ihr VPN aktivieren oder deaktivieren. Auswahl gibt es hier zwischen WireGuard, OpenVPN und dem Tor-Netzwerk. Also voll geil. Ihr könnt am Gerät einfach mal den Schiebeschalter hin und her schieben und sagen, ey, ich hätte jetzt gerne meine OpenVPN-Verbindung ist jetzt eingeschaltet oder ausgeschaltet über den Schieberegler. Ihr könnt es auch einfach gar nicht vergessen, dass eure VPN-Verbindung standardgemäß irgendwie an ist, wenn ihr hier diesen Schieberegler aktiviert. Das heißt, ist der Schieberegler immer auf der einen Seite. Ihr habt den Kill-Switch an. Ihr könnt gar nichts verkehrt machen. Ihr geht immer nur über eure VPN-Verbindung sicher dann ins Internet. Finde ich echt, echt cool. Ja, unter Netzwerkarchitektur findet man nochmal den Punkt, den ich eingangs hatte im Endeffekt. Wie verbindet sich euer Router denn mit dem Internet? Ist es ein Router? Ist es ein Access Point? Ist es ein Extender? Also das ganze Ding kann man auch als WLAN-Erweiterer irgendwie benutzen, wenn ihr vielleicht zwei davon habt als Beispiel. Oder beim Access Point ist es im Endeffekt, ihr verbindet über die LAN-Schnittstelle ja, das Internet rein und dann verbreitet ihr das direkte Internet dort als, ja, einfach nur als Access Point im Endeffekt. Also es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, wie das Gerät arbeiten kann. Kann ich echt, wie gesagt, nur empfehlen. Das war's auch schon. Firmware zurücksetzen wollen wir jetzt in unserem Falle nicht. Und unter erweitert, das kommt vielleicht auch im nächsten technischen Teil, kann man hier noch was nachinstallieren. Dann kann man noch filigranere Einstellungen machen für das ganze Gerät. Also wirklich auf Netzwerkebene und. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Als Reiserouter ist dieses Dingen hier, nicht nur der, sondern auch die anderen Produkte. Ne? Also wir hatten halt eben auch den kleinen hier, zum Beispiel dieser Mango im Endeffekt. Kann ich da wirklich nur empfehlen, die funktionieren dort wirklich gut. Kommt im Endeffekt nur darauf an, was man haben will. Was soll ich euch sagen? Als Reiserouter sind die GL-INET-Geräte einfach mega, mega gut. Im nächsten Video gucken wir uns das Ganze an mit dem VPN. Wir werden uns auch per VPN verbinden. Ich werde das euch auch zeigen mit meinem Speedtest und so weiter und so fort, dass das extremst gut funktioniert. Auch der Schieberegler, dass das extremst gut funktioniert. Mein Tipp nochmal, bitte, wenn ihr unterwegs seid, gerade in vielen öffentlichen WLANs, nutzt so ein Gerät, sichert euch einfach ab, nutzt einfach eine VPN-Verbindung auch für eure Geräte, die nicht so einfach mal eben schnell in irgendein VPN reinkommen. Dafür ist das Gerät da. Gerade hier diese ganz kleinen Geräte, ne, dieser Mango, den ich euch hier gerade eben gezeigt habe im Endeffekt, die sind auch einfach dafür da, um per USB-Power direkt über euren Laptop im Endeffekt betrieben zu werden. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie blöd irgendwo wieder eine Steckdose suchen oder sonst was. Ihr könnt die sogar über eine Powerbank betreiben.
Das ist im Endeffekt der klare Vorteil von diesen Mini-Routern. Mehr gibt es dabei auch nicht zu sagen. Im Endeffekt für die, die technisch mehr sehen wollen, nächstes Video einfach mal reinschauen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns ja, im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.